Warum kann es eigentlich nach hinten losgehen, wenn du viral gehst? Viral gehen ist ja für alle in Social Media quasi das Nonplusultra. Alle wollen viral gehen. Ja, ohne Ende Reichweite, Likes, Kommentare, Follower und so weiter. Das ist auch genial und natürlich, viral gehen ist richtig, richtig geil. Das Problem ist, wenn du nur einmal viral gehst und das nicht wiederholen kannst, dann hast du mit dem Algorithmus ein Problem und da tun sich die ganzen Netzwerke nicht wirklich viel. Problem ist, wenn du einmal so eine Benchmark, also eine Grenze erreicht hast, dann misst dich der Algorithmus bei deinen zukünftigen Postings auch wieder genau an dieser Grenze. Das heißt, wenn du es nicht immer wieder schaffst, dieses Viralgehen zu erreichen, das heißt, wenn du es nicht immer wieder schaffst, deinen nächsten Beitrag auch wieder genauso gut zu machen, wie der davor war, dass der entsprechend viel, viel Reichweite bekommt und viel Menschen erreicht, dann sagt das Netzwerk, okay, vielleicht ist es ja doch nicht so relevant, wie wir denken. Und nächstes Mal zeigen wir die Sachen letztendlich nicht so vielen Leuten. Das heißt, die Chance, überhaupt erst viral zu gehen, wird dann bei zukünftigen Postings viel, viel, viel schwieriger. Das solltest du auf jeden Fall berücksichtigen, wenn du unbedingt viral gehen willst. Denn die Algorithmen der Netzwerke, die sind relativ, herzlos und die machen halt das, was sie für ihre Nutzer als am sinnvollsten erachten. Und das ist nicht immer in deinem Sinne.